So, ich komme jetzt gerade von der Schule zurück und ich habe jetzt einen Termin beim Friseur, weil ich hatte früher schon mal so einen Schnitt. Vielleicht kennen das welche noch. Wie heißt der nochmal? Habe ich gerade vergessen. Auf jeden Fall ist hier dann so ein Strich oder hier. Und hier ist es dann so kurz rasiert, also sage ich jetzt mal. Und bin gespannt und gehe ich jetzt los. Zu unserem inzwischen schon 20. Vlog. Ein Wahnsinn, wie schnell das geht. Das Wetter ist draußen eine reine Katastrophe. Es ist nur windig und regnerisch. Aber nichtsdestotrotz muss man was zu essen machen. Und heute gibt es eine Köstlichkeit aus meinen Kindertagen. Ravioli aus der Dose. Ja, zwischendurch nochmal ein kurzer Nachtrag zu dem Q&A, das wir vor einigen Tagen ja gemacht und veröffentlicht haben. Mir war da ja spontanerweise auf die Frage nach meinen Hobbys nicht so wirklich was eingefallen. Mir ist auch immer noch kein weiteres Hobby eingefallen. Vielleicht kommt das ja noch. Und kann ja mal eben sagen, es ist natürlich auch noch Fotografieren, was ich sehr gerne und oft tue. Teilweise mal so fotografiere ich die Veränderungen in Bremen, in meiner Umgebung. Aber auch ganz normale Erinnerungsaufnahmen, die ich dann in einem Fotojahrbuch zusammenfasse. Das zweite sind ganz klar Hörspiele. Ich sammle Hörspiele und höre seit frühester Kindheit Hörspiele. Und ich höre auch noch die Hörspiele, die ich mir früher gekauft habe. Wie zum Beispiel Drei Fragezeichen oder Fünf Freunde. Oder die H.G. Francis Gruselserie, falls das jemand kennt. Und ich habe jetzt gerade heute zum ersten Mal ein Hörbuch durchgehört. Normalerweise höre ich Hörspiele immer zum Einschlafen und das geht so einigermaßen. Aber bei Hörbüchern, wo nur jemand etwas vorliest, da schlafe ich sofort bei ein. Und ich habe jetzt mein erstes Hörbuch durchgehört. Das heißt Elanus. Kann ich nur empfehlen. Eine super tolle, spannende Geschichte mit ganz neuen Ideen. Und als drittes Hobby habe ich noch meine Spielkonsole. Ich hatte früher mal die Xbox 360, habe dann ein bisschen Pause gemacht
Und jetzt habe ich mir vor kurzer Zeit oder vor einiger Zeit die PlayStation 4 gekauft, wo ich sehr mit zufrieden bin, aber es auch nicht übertreibe. Pro Tag eine halbe, dreiviertel Stunde, ganz moderat, mehr ist das nicht. Das nur mal eben so als kleiner Nachtrag zwischendurch. Zu Hause angekommen. Ich war nämlich bei meinem besten Freund und wir haben auf seiner Xbox Just Dance gespielt. Das ist so ein Spiel, wie man schon am Namen hört, was mit Tanzen. Wie soll ich das jetzt sagen? Da ist auf dem Bildschirm, also man muss sich jetzt so eine Kamera dafür kaufen, die ich auch habe. Die stellt man dann irgendwo hin, dass man gesehen wird, also dass man sich da drum sehen kann und dann kommt auf dem Bildschirm, also sage ich jetzt mal, womit man das verkabelt, sind so Leute, die tanzen, sage ich jetzt mal, und das soll man dann eben nachtanzen und da werden Punkte aufgezählt, das Spiel kann man auch zusammenspielen und dann gibt es auch Gewinner, man kann aber einfach nur so tanzen. Man kann auch online spielen und gegen andere Leute tanzen und dann kann man da auch gewinnen. Und da habe ich gedacht, kaufe ich mir das Spiel mal auch, nur eben für die PS4 und nicht für die Xbox. Und habe ich gerade meinen Papa gefragt und er hat gesagt, okay. Und dann gehe ich jetzt mal los. So, das Spiel, was John sich kaufen wollte, kostet hier im Laden regulär 59 Euro und ein bisschen. Und bei Amazon kostet das gleiche Spiel 41 Euro. Und wir haben jetzt mal eben nachgefragt. 42,12 Euro kann ich machen. Wir haben dasselbe Spiel für 42 Euro bekommen. Also handeln lohnt sich, auch bei Saturn. Richtig? Mhm.
Ja, auf so. Jeden Fall. 20 Euro gespart. Sonne heißt bald nicht mehr Capri-Sonne, und zwar Capri-Sun, also auf Englisch eben. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann auch so nennen kann, weil man kennt das eben vom Anfang Capri-Sonne. Und man hat es irgendwie den ganzen Tag, bei mir ist es in der Schule, da haben auch ganz viele immer Capri-Sonne mit. Und dann kommt immer so, kann ich ein bisschen Capri-Sonne? Und dann hat man immer wieder Capri-Sonne. Ich will den So, zum Abschluss des Vlogs haben wir uns noch eine kurze Challenge überlegt. Da draußen noch immer Regenwetter ist, müssen wir auch diese Challenge im Hause stattfinden lassen. Und es geht darum, Luftballons kaputt zu machen. Und zwar ohne die Hände zu benutzen. Also mit den Füßen geht's, draufsetzen oder was weiß ich wie. Und damit es einigermaßen gerecht ist, sind meine Ballons in den Farben Grün und Orange nicht so stramm aufgeblasen wie die von John. Der die Farben Lila oder Rot und Rot? Oder was weiß ich, was hat ich richtig erkennen. Und Blau hat. Gut, und man muss die Ballons nacheinander platzen lassen. Also nicht alle auf einen Haufen packen, ja. Und dann darauf. Was gut, ja? Das wäre so, wär auch richtig ungerecht. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's. So, du möchtest ein Startzeichen geben. Und dann geht das los. Auf drei. Ja. Eins, zwei, drei. Mist. Eins. Zwei. Toll. Aber guck mal, wie der sich geformt hat. Warte mal einmal, dass du es mal eingeschafft hast. Einfach aufsetzen. Und dann so wippen. Oh, hol runter, los. Weiter. Ich mach richtig doll. Na ja, gut, okay. Echt stabil, das Ding. Ich war gar nicht kaputt. So, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es uns mit dem Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Ciao!